Kapitel 8. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit Aaron und sprich zu ihm: Wenn du die Lampen aufsetzt, sollst du sie so setzen, dass sie alle sieben von dem Leuchter nach vorwärts scheinen. Und Aaron tat so und setzte die Lampen auf, dass sie von dem Leuchter nach vorwärts schienen, wie der Herr es Mose geboten hatte. Der Leuchter aber war getriebenes Gold, sein Schaft und seine Blumen. Nach dem Bild, das der Herr dem Mose gezeigt hatte, machte er den Leuchter. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm aus den Kindern Israel die Leviten und reinige sie. So sollst du aber mit ihnen tun, wenn du sie reinigst. Du sollst Wasser zur Entsündigung auf sie sprengen, und sie sollen alle ihre Haare ganz abscheren und ihre Kleider waschen und sich so reinigen. Dann sollen sie einen jungen Stier nehmen und dazu als Speisopfer feinstes Mehl mit Öl vermengt. Und einen anderen jungen Stier sollst du zum Sündopfer nehmen, und sollst die Leviten vor die Stiftshütte bringen und die ganze Gemeinde der Kinder Israel versammeln und die Leviten vor den Herrn bringen. Und die Kinder Israel sollen ihre Hände auf die Leviten legen, und Aaron soll die Leviten vor dem Herrn darbringen als Schwingopfer von den Kindern Israel, damit sie den Dienst des Herrn versehen können. Und die Leviten sollen ihre Hände auf den Kopf der jungen Stiere legen, und der eine soll zum Sündopfer, der andere zum Brandopfer dem Herrn dargebracht werden, um für die Leviten Sühne zu schaffen. Und du sollst die Leviten vor Aaron und seine Söhne stellen und dem Herrn als Schwingopfer darbringen, und sollst so die Leviten absondern von den Kindern Israel, dass sie mir gehören. Danach sollen sie hingehen, um ihr Amt an der Stiftshütte auszuüben. So sollst du sie reinigen und als Schwingopfer darbringen, denn sie sind mir als Gabe übergeben aus der Mitte der Kinder Israel, und ich habe sie mir genommen statt allem, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, nämlich statt der Erstgeburt aller Kinder Israel. Denn alle Erstgeburt unter den Kindern Israel gehört mir, von Menschen und Vieh. An dem Tage, da ich alle Erstgeburt in Ägyptenland schlug, heiligte ich sie mir, und nahm die Leviten statt aller Erstgeburt unter den Kindern Israel und gab sie aus der Mitte der Kinder Israel zur Gabe Aaron und seinen Söhnen, dass sie das Amt ausüben sollten für die Kinder Israel an der Stiftshütte und für die Kinder Israel Sühne schaffen, damit es nicht unter den Kindern Israel eine Plage gäbe, wenn sie sich zum Heiligtum nahen wollten. Mose und Aaron samt der ganzen Gemeinde der Kinder Israel taten mit den Leviten alles, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und die Leviten entsündigten sich und wuschen ihre Kleider, und Aaron brachte die Leviten vor dem Herrn als Schwingopfer dar und schaffte für sie Sühne, dass sie rein wurden. Danach gingen sie hin, um an der Stiftshütte ihr Amt auszuüben vor Aaron und seinen Söhnen. Wie der Herr es Mose geboten hatte über die Leviten, so taten sie mit ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Das ist's, was für die Leviten gilt. Von 25 Jahren an und darüber sollen sie zum Dienst kommen und ihr Amt ausüben an der Stiftshütte. Aber von dem 50. Jahr an sollen sie frei sein vom Amt und sollen nicht mehr dienen, sondern nur ihren Brüdern helfen beim Dienst an der Stiftshütte. Das Amt aber sollen sie nicht mehr ausüben. So sollst du mit den Leviten tun, dass ein jeder seinen Dienst versehe.